Servus, Salve und Hallo. Das letzte Seminar und was es bei mir Neues gibt. Den einen oder anderen von euch wird es interessieren, weil ich kriege immer mal wieder Anfragen wegen Seminaren, Webinaren, was auch immer. Und ich habe das unterteilt in was bleibt, was fällt weg und was gibt's Neues. Dauert nicht lange der Film. Und was bleibt, ist erstmal YouTube, so wie ihr es kennt. Jeden Mittwoch und Freitag gibt es die DAX-Prognosen und Dienstag und Donnerstag gibt es was anderes. Je nachdem, was mir da gerade eben einfällt. Facebook bleibt, die NTV-Auftritte bleiben, das Webinar mit der Börse Frankfurt, mit der Edda Vogt bleibt auf jeden Fall. Das ist nur alle 3 Monate. Ich glaube, es heißt Börse to go oder Börse at home, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist immer montags, irgendwann um 12 Uhr. Da mache ich auch Analysen. Das bleibt auf jeden Fall. Das macht mir immer einen Riesenspaß und ich mag Edda auch sehr gerne. Dann die Einzelcoachings bleiben auch. Ich habe 10 Schüler, aber da kann ich mir die Zeit komplett einteilen. Ja, da müssen die sich ein bisschen nach mir richten. Das ist manchmal um 7 Uhr morgens so ein Pre-Market Arrangement. Es ist aber auch manchmal nach 9 Uhr Post-Market oder zwischen den Tagen oder es ist am Freitagabend. Das kann man nicht sagen, aber ich kann mir das auf jeden Fall selbst einteilen. Da ändert sich gar nichts dran. Was fällt weg? Ich war auf vielen Börsentagen, habe Vorträge gehalten. Das kostet mich regelmäßig 3 Tage und meistens übers Wochenende. Ich muss anreisen, ich muss den Vortrag halten, dann muss ich wieder abreisen. Ich gehe vielleicht mal als Gast hin, aber ich werde mit Sicherheit nicht nach Hamburg fliegen oder nach Wien oder nach Frankfurt fahren. Das ist mir einfach zu viel. Hier in München, ja, da setze ich mich auf den Roller, bin eine Viertelstunde da gehe ich mal durch, aber ich werde keine Vorträge mehr halten. Ab November werde ich nicht mehr aktiv in der App handeln. So, und dann gibt es nur noch ein einzelnes Seminar unter meinem Namen. Da habe ich mir das folgendermaßen überlegt, das will ich in diesem Oktober machen. Hier sind die 3 Daten. An einem dieser Tage werde ich das machen. Hängt davon ab, wie die Leute können, wie ihr euch anmeldet. Anmelden könnt ihr euch unter c.schlegel@schlegel-trading.com. Bei mir läuft es so, das ist von 10 Uhr bis 12 Uhr über Skype oder wenn einer unbedingt Teamviewer will oder was auch immer, dann können wir das auch da machen. 10 Uhr bis 12 Uhr, dann lange Pause, 14 bis 16 Uhr am Samstag und am Sonntag. Hier stehen schon mal die Kosten, die sind 2000 Euro, aber hierum geht's und das ist, glaube ich, das Wichtigere. Ich bringe euch was bei über die Charttypen, über Charles Dow, Fibonacci, Trendfolgemodelle, die Bollinger Bänder, MACD, Stochastik und die Handelsregeln und Psychologie. Die Handelsregeln, die ich mir auferlegt habe. Dieses ganze Ding heißt 5-Punkte-Plan. So hat es die Deutsche Börse AG genannt und den Namen finde ich eigentlich recht gut. Das dauert ungefähr 6 Stunden und das ist im höchsten Maße interaktiv. Also werden so viele Fragen gestellt, aber das macht richtig Spaß. Das ist das, das lebt. Das ist nicht einfach nur ein Monolog. Ganz bestimmt nicht. Und in der 7. und 8. Stunde machen wir dann praktische Übungen. Wir nehmen uns einen Chart nach dem anderen durch. Wir besprechen vielleicht Fehler, die ihr gemacht habt. Wie auch immer, das dauert auch nochmal 2 Stunden. Dann lasse ich euch erstmal ziehen. Und in einer Zeit, die ihr selbst bestimmen könnt, 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen, ein halbes Jahr, ich habe auch Leute, die haben schon seit 1,5 Jahren es nicht mehr gemacht, bekommt jeder von euch eine Einzelstunde. Und da stellen wir dann die letzten Schrauben ein, wo es zu Problemen kam, warum sind die da und wie kann man es ändern. Die letzten Gruppen haben es so gemacht, dass die haben dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet und tauschen sich dann darunter auch immer aus. Und sagen auch, ich kaufe mal das, weil so und so. Und dann kommt der andere und sagt, ja, aber hast du das bedacht? Oh, nee, okay, dann lasse ich es lieber. Oder es wird bestätigt. Aber ich komme dann auch ab und zu mal dazu. Aber was die Leute gemacht haben, ist, wenn, sagen wir, es waren 5 Leute und jeder von denen hat 1 Stunde, dann fingen wir an mit 2 Stunden von der Person 1 und 2. Und die durften dann Fragen stellen und die Person 3, 4, 5 haben einfach zugehört, sodass die praktisch noch mehr Stunden hatten. Also ich finde das sehr cool, deswegen, wenn ihr das machen wollt, wie gesagt, meldet euch an. Wir reden von ungefähr 10 Stunden all in, ja, und es sind 2000 Euro, da kommt keine Mehrwertsteuer drauf. Aber mein Anwalt ist teurer. Und wenn ich so sehe, was hier so momentan für absurde Preise gezahlt werden von Leuten, die 3, 4, 5 Jahre Börsenerfahrung haben, also da liege ich nicht zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kommt das, was sich verändert bei mir. Das wird also sehr spannend. Was gibt's Neues? Börse im Team. Ihr seht hier unten 7 Leute, den einen oder anderen kennt ihr bestimmt schon. Ronny Raudis, Christopher Richter. Das sind Leute, die kennen sich mit Ishimoku in Elliott-Wellen aus. Also davon, da bin ich weit von entfernt. Das ist nicht meine Art. Aber die Ausbildung, die wir dann anbieten, soll ganzheitlich sein. Ein ganzheitliches Konzept.
Der Marc ist auch ein großer Techniker. Den Roland Ulrich kennt ihr vielleicht auch von diversen Börsentagen. Er hat ein Buch geschrieben, Börsenpsychologie für Dummies. Signiert es auch an verschiedenen Börsentagen, hält er auch Vorträge. Und ich glaube, es gibt mehr Bücher über Börsenpsychologie als über technische Indikatoren, bin ich fast der Meinung. Ich habe das eine oder andere gelesen, irgendwie nach der 10. Seite schlafe ich ein, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sein Buch gelesen und ich höre auch fast jedem seiner Vorträge zu, wenn ich irgendwie da in der Nähe bin. Das ist ein Genuss, muss ich schon sagen. Die kennt ihr vielleicht auch, das ist Falk und das ist Arne Elsner, bekannt auch als die Trading Brothers. Die sind auch sehr technisch versiert, aber die machen auch sehr viel fundamentale Geschichten, Saisonalitäten, solche Geschichten. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir alle haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir eben dieses ganzheitliche Konzept machen. Soll sagen, es gibt einen Ausbildungsblock für Anfänger, wo es losgeht, nach welchen Kriterien suche ich eine Bank aus oder einen Broker vielmehr. Und was handle ich da? Was sind die Orders? Wie heißen die? Wie mache ich das? Was ist Kauf? Was ist Verkauf? Was ist Geld? Was ist Brief? Bid und Ask? Und wie funktioniert das überhaupt? Das sind so die Grundkenntnisse. Dann haben wir einen zweiten Block, in dem es dann schon richtig ins Eingemachte geht. Technische Indikatoren, fundamentale Geschichten, die Psychologie kommt rein, die Elliott-Wellen kommen rein, mein Fünf-Punkte-Plan kommt rein. Das ist der zweite Block. Das wird also nicht alles in einem Tag gemacht. Das dauert, der erste Block, der dauert bestimmt, na, 14 Stunden. Ja, das verteilen wir über mehrere Tage. In der Zwischenzeit werdet ihr nicht alleine gelassen. Deswegen, wir sagen, das Börse im Team. Da gibt es einen Block und in diesem Block könnt ihr dann Fragen stellen. Wie war das nochmal mit so und so und so und so? Und dann gibt es immer irgendeinen von uns, der hat dann Wache und der beantwortet dann, oder wir beantworten dann dementsprechend die Fragen. Wir werden aber auch wahrscheinlich wöchentlich, da sind wir noch am Diskutieren, machen wir Analysevideos. So und so sieht der Markt jetzt aus. Oder hier hat sich was getan. Oder da ist jetzt der und der Bereich interessant. Also wir wollen euch da nicht nur an die Hand nehmen, sondern auch weiter begleiten. Deswegen Börse im Team. Und ich habe es nicht nachgerechnet, aber wir dürften gut und gern, also der Roland und ich, wir haben bestimmt schon 70 Jahre Börsenerfahrung zusammen. Die Pros auch nochmal 40, also jeder von denen 20, sind wir schon bei 110. Also ich glaube, wir kommen hier locker auf 150, 170 Jahre Börsenerfahrung. Das ist eine Menge. Ja. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird anfangen im März nächsten Jahres. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Aber bei mir gibt es jetzt im Oktober nur noch dieses eine Seminar und dann höre ich damit komplett auf. Aber hier drauf freue ich mich sehr. Ich wünsche euch was. Bye bye.